Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Skifahrerin Eva Maria Brehm erlebte in den letzten Monaten eine wahre Achterbahnfahrt der Emotionen. Gewinn des Riesenslalom-Weltcups, Auszeichnung zur österreichischen Sportlerin des Jahres 2016. Und dann eine Woche danach ein schwerer Trainingssturz. Schien- und Wadenbeinbruch, womit die WM-Saison für die 28-Jährige vorbei war. Wie geht's ihr heute? Man kennt Richard Lugner als Partytiger, immer im Rampenlicht, immer umgeben von jungen, schönen Frauen. Wir wollen heute versuchen, eine andere, vielleicht ernsthaftere Seite zu beleuchten. Wie sehr prägt er in der Verlust seines Vaters, der im Krieg verschwand, als er noch ein Kind war? Und wie geht er mit der Diagnose Krebs um, mit der er seit kurzem konfrontiert ist? Seit 54 Jahren prägt TV-Legende Peter Rapp die österreichische Fernsehlandschaft mit zahlreichen großen Shows. Begonnen hat alles in den 60ern mit Spotlight. Nächste Woche erfüllt sich der 72-jährige TV-Evergreen einen lang gehegten Wunsch und lässt Spotlight auf der Bühne neu auferstehen. Norbert Brandner ist Extremsituationen gewöhnt. Seine Sommer verbrachte der gebürtige Salzburger als Schafhirte in den Schweizer Alpen. Neben einer atemberaubenden Landschaft erwarten ihn auf der Alm ungeahnte Herausforderungen. Wie lebt es sich mitten in den Bergen in großer Höhe, ganz alleine, ohne Handyempfang, ohne Internet, ohne Strom und warmes Wasser? Das wird er uns heute erzählen. Herzlich willkommen, Norbert Brandner. Herr Brandner, geben Sie uns gleich einen Einblick. Bis zu 6 Monate. Kein Mensch. Keine Verbindung, kein Handyempfang, kein Internet. Das heißt, die Welt, das sind keine Nachrichten, das sind keine Flüchtlingskrisen, das sind keine sportlichen Erfolge, das sind keine Dschungelköniginnen, das sind kein Society-Klatsch, keine politischen Ereignisse. Die Welt, das sind 800 Schafe, Ihr Hund Pina und Sie. Wie lang ist diese Szenerie sowas wie Idylle und wann kippt das? Ja, man muss jetzt vielleicht ein bisschen ausholen, nicht? Also der Mensch, bis er mal ruhig wird, das ist ja auch ein Prozess, bis er sich auf die Natur einlässt. Und das dauert vielleicht sicher mal 6 Wochen, bis er mal das Ganze, den Alltag, was wir unter Alltag bezeichnen, also ich sage, der normale Wahnsinn, nicht? Von früh bis spät. Also Informationen, sei es vom Internet, sei es von anderen Leuten. Man kriegt so viel Einfluss herein und dann geht man einfach einen Schritt weiter nach rechts. Man beginnt die Alpsaison und man wird in ein kaltes Wasser geschmissen. Also es ist so wie gedanklich, man fährt mit einem Zug 130 km/h und bei der nächsten Möglichkeit springt man raus. Und genauso ist das immer der Sprung von Wien in die Alpsaison in die Schweiz. Mhm. Es ist sehr anstrengend, es passiert im Kopf sehr viel, also auch körperlich. Man muss zuerst mal wieder an das Ganze gewohnt werden, also an die Temperaturen, an die Umgebung, an die Natur. Und dann nach 6 Wochen, wenn das Ganze mal so ein bisschen sitzt, dann kommt eben dieses schöne Gefühl, die Freiheit. Man spürt sich selbst, man ist also mit der Welt wieder im Einen und beginnt eigentlich so neue Lebensfreude, neue Motivation. Man freut sich einfach drauf. Das ist eigentlich ein wunderschönes Erlebnis, was ich gerne viele Leuten mal wünschen würde, die was von dem ganzen Tod eigentlich nie aussteigen können. Mhm. Kann aber auch gefährlich sein. Also Sie sind ja da mit den Tieren alleine dort. Was ist, wenn was passiert? Ist Ihnen was passiert? Ja, es ist so, Gott sei Dank, mal sagen, wenn was passiert, dann ist es meistens tödlich, nicht? Es sind einige Schafhirten abgestürzt, der letzte Saison und so. Die sind dann mit Wirbelbrüchen, Hubschrauber geborgen worden. Da, wo ich war, das war ganz extrem, das war 2015. Das ist dann das Problem, man ist also von der Außenwelt abgeschottet, nicht? Wenn da was passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass man es überlebt. Mhm. Wenn man jetzt einen normalen Knochenbruch hat, ich habe immer einen Biwaksack dabei gehabt, ein bisschen was zum Trinken. Ich sage mal, da hält man das Ganze schon ein paar Tage aus, nicht? Aber schlussendlich kann sein, ein eigener Beinbruch kann tödlich sein. Man hat, man weiß das Ganze nicht. Das Schöne ist ja, man trägt auf einmal wieder Verantwortung, nicht? In der heutigen Welt verlässt man sich immer auf die anderen, egal wo man hinkommt, nicht? Also, jeden Berg oder was man sich vornimmt, ja, das mache ich schon, weil es gibt immer jemanden, der was mit da rausholen könnte, nicht? In der Situation, wo du dann weißt, du bist auf dich allein gestellt, du gehst ganz anders in die Natur, du überlegst, welchen Schritt mache ich jetzt da nach links oder rechts? Und wenn es ganz schlimm wird, dann, so wie es bei mir auch war, dann setze ich mich hin und warte einfach, bis ich wieder bereit bin, weiterzugehen. Mhm. Wir werden uns von dieser speziellen Erfahrung noch mehr erzählen. Herr Lugner? Ob ich vom Norbert das Eremitendasein führen könnte,
Interessant wäre es da einmal 6 Monate. Das Einzige, was man dort findet, wäre warmes Wasser. Mit allem anderen kann ich mich irgendwie zurechtfinden. Aber mit kaltem Wasser jeden Tag waschen? Ja. Wie war das? Ja, ich sage, das Wasser ist das kleinste Problem. Also, sag mal, für dich vielleicht? Ja, ich sag mal, man kämpft mit ganz anderen Sachen. Das heißt, also wirklich, man muss zu Hause auch wieder in die Hütte kommen. Nicht? Und die ist kalt, und man darf nicht krank werden, nicht? Man braucht was zu essen. Nicht? Wenn man da oben ist, was isst man? Da isst man Konservendosen. Man braucht Nahrungsergänzung nicht. Das ist dann, wenn es kalt Wetter wird, wenn es Schnee hat, dann hat man zu wenig Sauerstoff in der Hütte. Man kann sich aussuchen, entweder Kopfschmerzen oder kalte Hütte. Mhm. Also das Wasser an sich selbst, das ist das kleinste Problem. Und man gewöhnt sich an alles. Und sogar die Körperpflege ist wichtig. Ich sage einmal, so duschen, wenn bei Schneefall ist, keine außergewöhnliche. Ja. Ich glaube aber, Norbert, man wächst mit der Aufgabe. Du sagst, das muss ich jetzt lösen. Ja. Aber früher war das ganz anders. Im symbolischen Sinne. Norbert, wie bereitet man sich auf den Aufenthalt auf der Alm als Schafhirte vor? Ist das nämlich auch mental so wie mit Spitzensport vergleichbar? Boah, das würde man nicht anmaßen, weil ich weiß ja nicht, wie wirklich der Spitzensport aussieht. Das Einzige, was körperlich betrifft, also ich muss mich im Winter auf jeden Fall vorbereiten. Ja. Also ich sag mal, ich halte meinen Körper auf Standby-Modus, gehe dreimal in der Woche laufen und so die 30 Liegestütze, das ist immer so eine Basissache, dass man dann im Frühjahr wieder starten kann. Das Gute ist, im Frühjahr beginnt ja alles auch langsam nicht. Man ist im Tal unten und schon langsam geht man dann rauf und dann, wenn der Körper dann auf dem Höhepunkt ist, dann ist man meistens so auf 3000 Meter oben und dann funktioniert das eigentlich wunderbar. Warum tut man das Ganze? Es ist ja ein recht begehrter Job, weil er gut bezahlt ist. Nein, es ist genau dieselbe Antwort, das ist die Leidenschaft. Ja. Also das Thema, also Leidenschaft, das Wort sagt schon, das Leiden, das Wort, glaube ich, muss man herausheben. Leidenschaft, da ist das Wort drin, Leiden, nicht? Alles, was man sich erarbeiten muss, das ist ja was wert, nicht? Und man macht das aus eigenem Interesse, man lebt das Ganze nicht. Also, man darf nie den Gedanken haben, man macht irgendwas aus Geld, weil das funktioniert überhaupt nicht. Also, man muss den inneren. Sicher Peter sieht das anders, der Herr Lugner möglicherweise auch. War Geld hier? Vorträge über deine Erfahrungen als Schafhirte. Ist dieses Erfolgsdenken, mit dem wir uns da ständig umgeben, nicht einfach auch ein bisschen fatal, weil wir die Schattenseiten des Lebens, das Scheitern, die Erlebnisse, die leidvoll sind, Leidenschaft, von der hast du gerade gesprochen, übersehen, dass das einfach ganz unbedingt zum Leben gehört und uns ganz macht? Ja, ich konnte nochmal anknüpfen auf das Gespräch vorhin. Also man muss das Glück einmal definieren oder Erfolg definieren für anderen. Jeder hat eine eigene Einstellung, was Erfolg ist. Andere hat Erfolg, wenn er Geld kriegt, ist nicht mein Erfolg. Mein Erfolg ist einfach, Leute zu berühren. Mhm. Und einfach das, was ich erlebt habe, vor allem, wenn das mich interessiert einfach. Mhm. Das sind Grenzerfahrungen. Ich habe eigentlich sehr viel erlebt. Und wenn dann nach der Vorstellung zum Beispiel eine alte Frau zu mir kommt und sagt, sie hat da sehr viel mitnehmen können, oder nach 2 Wochen, der größte Erfolg ist von mir eigentlich, wenn nach dem Vortrag, also 2 Wochen später, mich Leute fragen, wie genau hast du das gemeint, nicht? Das ist für mich der größte Erfolg, am Hitztag, ist so, man schaltet den Fernseher, irgendein Medium auf, liest das Ganze, geht so oberflächlich, macht es zu und schon wieder alles vergessen. Jede Story ist schon wieder vergessen, macht auf, man hüllt sich zu mit Informationen und Fakten, und der größte Erfolg ist für mich einfach, wenn ich dann den Leuten was geben kann, was ich erlebt habe. Nimm uns kurz mit auf diese Alm, in dieses Gefühl. Was hast du gegessen? Also das ist sehr einfach zu erklären. Man isst ungefähr 50 Portionen Spaghetti, Sugo und Gulaschsuppe aus der Dose. Das sind einfach Sachen, die kann man früher mit dem Hubschrauber rauffliegen. Mhm. Die sind haltbar. Man muss halt natürlich auch Nahrungsergänzung dazu nehmen, sonst mal flimmte Zähne raus oder Haus. Das ist die berühmte blecherne Hochzeit. Genau. 30 Jahre Leben aus der Dose. Und das Essen selbst ist eigentlich das kleinste Problem. Also es sind wirklich andere Probleme, die einen bewegen und berühren. Und das sind eigentlich die menschlichen Sachen. Es ist der menschliche, der soziale Kontakt. Irgendwann ist das größte, die größte Sehnsucht, das größte Problem, dein eigenes Gehirn, deine eigenen Gedanken. Du bist mit dir allein unterwegs und du musst dich irrsinnig oft selber anlügen. Also man ist ja nicht jeden Tag schön. Also in den Medien verdient man meistens nur, also bei Heimatfühl nur schönes Wetter. Das stimmt ja überhaupt nicht. Genauso wie bei der Eva wahrscheinlich harte Trainingstage dahinter stecken. Nicht? Da muss man sich selbst, also das eigene Hirn anlügen und sagen, boah, das mache ich jetzt und dann vergönne mir irgendwas Schönes oder überliste mich ganz. Das funktioniert ungefähr 3-4 Monate. Ja, dann wehrt sich der Körper. Also da, wahrscheinlich redet das jeder Mensch anders. Aber bei mir war es dann so, dann irgendwann ist dann die Mauer gekommen und du kannst fast nicht mehr durch. Was passiert dann oder was kann man tun, damit man nicht durchdreht? Also es ist unter Schafhirten, habe ich gelernt, Drogen, Alkohol ein großes Problem, weil eben viele das nicht schaffen. Womit
Vertreibt man sich die Zeit oder lernt man, dass man die eben gar nicht vertreiben kann? Also meine offizielle positive Droge ist Musik. Also ich habe immer mein Instrument dabei. Und es löst bei mir irrsinnig viel aus. Also wenn ich mal schlecht drauf bin, bevor ich wieder so einen 7-Stunden Fußmarsch auf mich nehme, dann habe ich meinen Ziehharmoniker rausgenommen und spiele einfach drauf los und motiviere mich von Ganzen. Das funktioniert super nicht. Volksgefühl heißt deine Band, Erleichterung wird eine CD heißen, richtig, die es im März dazu geben wird. Posaune und Ziehharmonika hast du mitgehabt. Das ist aber ein schönes Gepäck eigentlich. Ja, man muss sehr hart kämpfen, sagen wir so, wie im Hochgebirge. Man wechselt da die Täler nicht. Und ich sage mal, man hat da im Schnitt so zwischen 30, 40 Kilo dabei nicht. Und oft habe ich mir gedacht, ja, wie dumm bin ich einfach, dass ich meine Instrumente auch noch brauche. Nicht? Man muss dann öfters gehen, damit man auch seine Instrumente mitschleppen kann. Und dann, wie ich bei der Hütte war und dann im ersten Moment, dann habe ich sie wieder zu mir genommen, habe gespielt und habe gewusst, ich mache es richtig. Also es sind einfach diese Lebenswerte, was mir irrsinnig viel geben, das kann man auch mit Geld nicht aufwerten. Sonst irgendwas, sondern man muss so sagen, wenn man sonst nichts hat und auf das Wesentliche reduziert ist, dann ist das, sind die gewissen Sachen einfach ja, sehr wichtig. Wie waren dein Hund Pina und die Schafe als Zuhörer deiner musikalischen Ambitionen? Ja, das ist einfach, dieses Verhältnis zum Hund, das ist unbeschreiblich. Das ist, das kann man mit Worten nicht fassen. Also da läuft so viel, also man ist gegenseitig abhängig. Der Hund ist von mir abhängig, ich bin von dem Hund abhängig und das ist einfach sensationell. Ich würde es auch meinen Herrn Lugner wünschen, so eine Situation zu erleben. Also so eine Symbiose von Mensch und Tier. Gigantisch. Also ich sage, das ist für mich Glück. Nun, wie ist es wieder dann zurück in der Zivilisation, noch dazu in der Stadt zu sein? Dass es in die Richtung geht, war ja bei dir früh absehbar. Die Großeltern haben dich schon auf die Alm mitgenommen, du hast eine Försterausbildung, studierst auf der BOKU jetzt. Das heißt, das Feld war klar. Ja. Ja? Drehst du durch jetzt in der Stadt oder wie, was verändert das? Also ich mache mir schon meine Gedanken, also wenn ich da zurückkomme, es ist schon, also vor zwei Jahren wirklich Komplexe gehabt, also ich sage, ein bisschen psychischen Schaden auch nicht. Ich habe eigentlich bis Februar gekämpft, dass ich wieder normal denken kann, also unter normal, was wir unter normal verstehen. Wenn ich so in Wien unterwegs bin, in die U-Bahnen, dann sieht man die Masse so wie soll ich sagen, so anteilslos so dahinschweben, so überhaupt nicht bewusst. Denkst du wie die Schafe? Nein, das darf ich nicht gleich. Die Schafe sind besser. Also du musst jetzt die Schafe in Schutz nehmen, die wissen manchmal, was sie machen. Nicht? Aber du hast keine Angstzustände. Nein, sobald man Angst hat, ist es also, wie im Sport. Ich meine, Klaustrophobie oder Menschenangst, Angst vor Ansammlungen. Mir das Ganze hat sich so ausgewirkt, ich habe mit dem Blitz getroffen. Und dann, wo, auf der Alm? Ja. Und das habe ich dann heruntergespielt, das Ganze. Und irgendwann ist das Ganze einfach hochgekommen. Nicht? Ich sage mal, ein psychisches Problem im Kopf ist vergleichbar so wie mit Brechen, nicht erbrechen. Man kann es relativ lange unten halten. Und sie, wenn man mental stark ist, ist irrsinnig lang steuern. Irgendwann kommt es, man kann es nicht mehr aufhalten, es ist da. Das hat sich so ausgewirkt, ich bin dann um 3 in der Früh dann munter geworden, ich bin regungslos im Bett gelegen, also ich habe geweint wie ein kleiner Schuljunge, konnte nicht mehr aufstehen und war total so ohne Kraft und ohne nichts, also ich war fertig einfach. Als Folge von dem Blitzschlag? Ja, es war so. Der Schock, eine Mischung aus Schock, Verletzung. Keine Ahnung, was da alles zusammengekommen ist. Also der gewusst, das war dann ziemlich zur Saisonende und dann habe ich mich runter müssen. Mhm. Ein Wort noch zu den Schafen. Ja. Hast du alle 800 gekannt? Persönlich? Nein, es ist so, man hat es wie so im eigenen Leben. Die Wichtigen, die kennt man sofort. Die sind meistens die Problemschafe. und die Unscheinbaren, ich sage, ja, so wie im normalen Leben, die schleichen sich durchs Leben, die nimmt man nie wirklich wahr. Dann im Herbst, dann schaut man sie an und sagt, ja, haben wir uns schon mal gesehen, so quasi. Aber, aber nein, alle kennt man nicht, die Gewissen kennt man auf jeden Fall. Aber man, das will jetzt nicht herunterspielen, man hat eigentlich zu jedem Tier einen persönlichen Kontakt. Mir hat das immer, entschuldige, beim Knie, Zirkusknie.